So, heute ist Sonntag, der 30. Mai, 17:02 2021, live aus dem Stasi-Kaff 37574 Einbeck, Niedersachsen, Deutschland, für diejenigen, die aus Österreich oder Schweiz zugucken. Genau, ja, für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Adrian, mein bürgerlicher Name ist Adrian Lachstetter. Jedoch will ich mit dieser Satanistenfamilie nichts mehr zu tun haben und auch nicht mit der Person, die dem Vatikan gehört und sich in unter See- und Handelsrecht befindet. Deswegen nenne ich mich überall Adrian Milosevic bzw. Adrian aus der Familie Milosevic. Das habe ich von den Sovereign Citizen übernommen. Also den, ja, müsst ihr selber mal googeln, beziehungsweise der Free Man Bewegung. Die setzen dann so ein aus der oder von der Familie noch hinzu, um halt sich quasi von dieser Person zu distanzieren. So, also Adrian aus der Familie Milosevic bzw. Adrian from the Family Milosevic, weil ich ja eigentlich auch, weil ich auch international tätig bin, so für diejenigen, die mich jetzt noch nicht gesehen haben. So sehe ich aus. Beim Alpha Industries T-Shirt hier. Jetzt geht's los, Nazi. Ne, wenn ich ein Nazi wäre, dann würde ich noch eine Lonsdale-Jacke drüber tragen und Nazi-Treter. Nee, ich bin Hippie. Man kann es auch, wie man unschwer auch erkennen kann, an meinen langen Haaren. So. Das war ein Geschenk, das T-Shirt, deswegen. Genau. Ja. So. Das war ein Geschenk. Genau. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. So, das Video heute soll sich mal an die Geheimdienste richten wieder. Ja, weil ich mich frage, wo soll das Ganze hier hinführen? Wie gesagt, das ist immer doof. Wie gesagt, ich nutze halt, versuche halt auch meinen Kanal irgendwie sinnvoll zu nutzen. Irgendwie meine, beziehungsweise meine Reichweite. Ja, und ich weiß ja, dass die BNDler auch meine Videos gucken müssen. Wurde mir auch über Voice to Sky gesagt, sogar bis zum Ende. Ja. Macht ja auch Sinn, ne? Wenn man Opfer 24/7 überwacht. Die Videos werden natürlich sowieso dann auch geguckt. Ja, und ja. Genau. Genau. Nee, also wie gesagt, für diejenigen, die mich nicht kennen, ich mache erstmal eine kurze Introduktion. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich das bei jedem Video mache am Anfang. Wie gesagt, lang kann ich nicht machen, Akku ist nur noch bei 46%, damit halt die Leute, die mich jetzt noch nicht kennen, neu zuschalten, halt sich ein kurzes Bild über mich machen können und halt nicht sich durch 300 Videos graben müssen. So, genau, wie gesagt, ich bin auch noch Aktivist. Ja, die mich jetzt nicht kennen, Aktivist, Menschenrechtsrechtler. Freiheitskrieger, Wahrheitskämpfer, Anarchist. Antifaschist und Anti-Antifaschist. Ja, also ich bin sowohl gegen dieses BRD-System als auch diese ganzen Steuerungen. Darunter auch die Antifa, darunter auch die NPD, darunter auch alles. Das ist alles schwarz und weiß auf dem Schachbrett. Ja, vergesst es alles. Auch die AfD, alles. Ich bin gegen das ganze Schachbrett. Ich bin nicht nur schwarz oder weiß, sondern ich bin gegen das ganze Schachbrett. Deswegen hassen mich auch die Freimaurer und die Geheimdienste so. Und ja, mich hätte man auch ganz groß rausgebracht, oder wollte ich ganz groß rausbringen, über die Rosenberg-Binnewies-Familie. Das ist eine Satanistenfamilie, die auch schon hinter Hitler war. Googelt mal Alfred Rosenberg, was der gemacht hat. Nazi-Templer. Und ja, wie gesagt, ich wäre hier mit 500 Millionen Euro vom Iran finanziert worden. Ich hätte meinen Terrorableger gekriegt hier, meine Hezbollah. Ich habe das allerdings alles ausgeschlagen, weil es, ja, wie gesagt, keinen Sinn hat. Man ist halt nur eine Figur auf dem Schachbrett und da habe ich keinen Bock drauf. Wie gesagt, ich möchte diese Probleme bekämpfen im Inneren, den Feind im Inneren, die Geheimdienste, die Satanisten. Nicht nur irgendwie den Vorhang wechseln. So, und deswegen, ja, das habe ich alles ausgeschlagen. Bin auch Opfer, wie gesagt, von Straßentheater, also Gangstalking. Wie gesagt, das wird sich alles irgendwann aufklären. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Und dann werden die Leute jetzt mit dem Kopf schütteln, die werden auch noch aufwachen.
Wie gesagt, im Prinzip, man kann es so zusammenfassen, der BND macht genau das gleiche wie die Stasi und die Gestapo. Man hat halt alles kombiniert. Jetzt ist noch halt noch Hightech dazugekommen. Also dieses Straßenstalking gibt es immer noch. Also ich das im Fachjargon nennt man das Straßentheater oder Street Theater. Also halt das Systematische. Ja, wirklich, das ist es, was es ist, Theater. Ne? Also halt kontrollierte Unfälle, um das Opfer abzuhalten, zur Schule oder zur Arbeit zu kommen. So eine Scheiße habe ich auch schon gehabt. Das sind zum Beispiel, das sind dann halt zwei Agenten, die ja, einen Unfall verursachen, oder das ist zum Beispiel Straßentheater oder wie gesagt extensives Stalking mit gewissen Farben und gewissen Autos. Ne, das ist dann zum Beispiel ja, wie so eine Kolonne quasi an schwarzen Mercedesen mit gewissen Kennzeichen 777666 und so aus gewissen Ortschaften dann halt hintereinander herfährt mit Geheimdienst dann halt drin, um das Opfer halt zu tyrannisieren, zu schocken, zu traumatisieren. So, ey, wir beobachten dich, halt den Mund und so eine Scheiße. Also, das macht man mit mir ja seit 5 Jahren, hat jetzt diese Terrorphase den Hochpunkt erreicht hier. Ja, also, vollkommen bescheuert sowas, was die hier abziehen. Und deswegen, hier schon wieder sind 777, aber es muss natürlich auch nicht immer was heißen, aber trotzdem. 777, merkt euch das, ist eine Geheimdiensterkennungszahl. Hat Dr. Kessel Norton auch schon aufgedeckt. Das ist so ein Level irgendwie bei denen. Naja, wenn man genug Kinder gepoppt und angepisst und gekocht hat, dann ist man da ganz oben. So. Und deswegen, das ist halt das System, was ich beseitigen will. Dafür werde ich auch weiterhin kämpfen, weil ich selber auch Kindesmissbrauchs- und Satanismusopfer bin. MK-Ultra-Projekt Monarch. Genau. Ja, ich versuche das Ganze jetzt halt durch YouTube ein bisschen ans Licht zu bringen. Ja, was heißt ein bisschen, ja. Genau, also so viel zu meiner Person. Ich habe auch Prominente in meinem Gangstalking involviert, sind involviert. Also ich habe hier auch schon mal, beziehungsweise was ich natürlich nicht sagen kann, ob das Doubles sind, das kann ich natürlich nicht ausschließen, oder ob halt die Person genauso vom Geheimdienst gesteuert oder mit Gehirnwäschetechniken unterbewusst manipuliert worden. Also ich habe hier schon den Pete Smith gesehen in Einbeck, ich habe Marlene Lufen hier schon gesehen, ich habe Alexi Bexi hier schon gesehen. Das kann aber natürlich wirklich nur sein, dass die zum Beispiel vom Geheimdienst auch manipuliert wurden und da Gehirnwäsche standen und zum Beispiel sich mal gedacht haben, wir machen jetzt mal Urlaub in Einbeck oder so. Und man kann die Leute ja wirklich schon richtig, es ist schon krass, wie man die Leute schon fernsteuern kann. Das heißt, die wissen dann teilweise selber auch gar nicht mal, was die machen. Also die habe ich hier schon gesehen. Also mit gesehen meine ich nicht nur so, also die sind mir dann auch schon entgegengelaufen. Das kann natürlich auch, können natürlich auch Double sein. Marlene Lufen ist hier die Moderatorin vom Frühstücksfernsehen. Genau, die habe ich hier schon gesehen. Ja, generell Qasem Soleimani ist hier auch schon rumgefahren. Wie gesagt, er ist nicht tot. Es kann natürlich auch ein Double oder ein Klon sein, aber naja, wie gesagt, ich wäre ja vom Iran finanziert worden. Den Supreme Leader habe ich auch schon gesehen, aber wobei ich glaube, das kann natürlich ein Double sein. Aber der saß dann, also nicht hier auf der Bank, aber der saß dann einfach mal auf der Bank, dachte mir so, what the fuck, Alter, was ist hier los, ne? Ich glaube, es war ein Double, weil der so ungeschützt da auch saß. Der hatte so einen Typen daneben sich sitzen. Ne? Genau. Genau. Ja, ich bin auch Opfer von ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so sagen soll, deswegen ich warte mal. Bevor jetzt hier irgendwie
rede ja auch mal sehr laut, weil es hier Empörung ist, hier mit den Kindern. Naja, egal, ich bin auch Opfer von Kindersexhandel gewesen und Menschenhandel und immer noch Sexhandel mit moderner Militärtechnologie. Ja. Also das heißt Mikrochip-Implantaten, Nanotech, elektromagnetische Stimulation seit meinem dritten Lebensjahr bis zum Orgasmus in der Hoffnung, mich schwul und pädophil zu machen und mich in die Freimaurerei reinziehen zu können. Allerdings hat man mit der ganzen Scheiß, was man mit mir versucht hat, genau das Gegenteil eigentlich erreicht. Die Geheimdienste haben sich den schlimmsten Feind geschaffen, ja, und ich werde so lange kämpfen, bis ich dieses Kartell zerlegt habe. So. So, das ist so viel zu meiner Person, beziehungsweise zu mir. Genau. Tja. Wie gesagt, ich kann zu diesen Leuten nicht sagen, inwiefern das die echten waren oder einfach nur Körperdoubles. Das ist ja für den Geheimdienst kein Problem. Macht man die Leute ein bisschen in einer Maske fertig oder... Da gibt's auch ein Video, ich werde euch das mal verlinken, wie die CIA das macht. Also du kannst die Leute schon umstylen mit Maske, mit Rasur, Haarschnitt und das. Auf jeden Fall, also man hat hier schon, betreibt hier schon extrem Aufwand für mich. Ja, letzten Endes, wie gesagt, ich... Das Einzige, was ich will, ist Rache. Ich will, dass sich endlich alles aufklärt, dass dieses Menschenhandelskartell, das ist nämlich das, was der Geheimdienst ist. Die betreiben den Kindersexhandel, den Drogenhandel, den Menschenhandel. Ja, es gibt keine Bedrohung im In- oder Ausland. Alle Seiten, alle Länder werden von Freimaurern kontrolliert. Jedes Einzelne, auch die Anti-Freimaurer-Opposition wird von Freimaurern kontrolliert. Also der Ayatollah Sajid Ali Khamenei ist genauso ein Freimaurer, bloß weil Freimaurerei verboten ist, heißt es ja noch lange nicht, dass die Leute, die regieren, die können ja trotzdem Freimaurer sein. Steht da, was ich meine? So, oder halt in anderen Gesellschaften, Rosenkreuzer, Templer. Ja, wie gesagt, ich will halt diesen Sumpf austrocknen, den Deep State. QAnon ist eine psychologische Operation, um die Leute beschäftigt zu halten. Ich versuche das real zu machen. Und ich hätte auch die Macht, hier einen großen Sumpf, wie gesagt, mitzureißen. Deswegen wollen sie mich auch alle ermorden hier. Allerdings klappt das nicht, weil die Geheimdienste halt mit doofen, autistisch zurückgebliebenen Legasthenikern im wahrsten Sinne des Wortes besetzt sind, die nichts auf die Reihe kriegen. Ork-Armee. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll, doch. Naja. Jetzt habe ich den Faden auch wieder verloren, toll. Wie gesagt, allzu lang kann ich auch nicht machen, 42%. Ich wollte auf jeden Fall nur noch mal meinen Frust und meinen Brast irgendwie von der Seele reden. Ja, wie gesagt, also so viel zu meiner Person, zur Introduktion. Ich muss das leider jedes Mal wieder machen, sodass die Leute, die halt neu dazukommen, dann halt sich einen Eindruck von mir machen können. Wie gesagt, Patente in die Beschreibung, Projekt Monarch mache ich in die Beschreibung. So, ansonsten müsst ihr auch mal selber euer Gehirn anschmeißen, euer logisch-rationales Denken benutzen. Ne, die Geheimdienste sind kriminell. Gesetze der Systemphysik, jede Geheimgesellschaft oder generell Pyramidensysteme verfallen irgendwann, Psychopathen, Korruption. Und aber vor allen Dingen, und gerade Pyramidensysteme, ja, das sind Psychosysteme, genau. Gerade die Alten, das hat Dr. Catherine Horton alles aufgeklärt, gerade die besonders alt sind, da haben die Psychopathen nämlich die Zeit, sich nach oben zu wurscheln. Das ist nämlich passiert. Wenn die dann 100 Jahre wüten oder so mit ihrer ganzen Scheiße, kommt so eine Scheiße bei raus. Die BRD, die sich unter See- und Handelsrecht befindet, wo alles Firmen sind, sogar der Bundesnachrichtendienst, satanistische Kinderficker, die Kinder anpinkeln und kochen und auffressen, arische Übermenschen mit dem Namen Adrian aus der Familie Milosevic, die mundtot gemacht werden und ermordet werden, weil sie dagegen sind. Genau. Wie komme ich jetzt geht's los. Jetzt geht wieder das Nazi-Bashing, dieses, das
die Nazi-Keule. Wie gesagt, dieses arische Übermensch, da bin ich so drauf gekommen, weil als ich gesehen habe, was das für Untermenschen in meinem Geheimdienst sind, im Vergleich zu diesen Untermenschen, bin ich und jeder andere Mensch auch, der nicht für die Geheimdienste arbeitet, das sind alles arische Übermenschen. Arisch heißt übrigens eigentlich nur rein, ne? Arisch heißt rein. Google gibt bei Google arisch ein, das heißt rein. Das ist, und ich bin arisch. Wisst ihr, warum ich arisch bin? Weil ich ein reines Herz habe. Ich habe 500 Millionen Euro abgelehnt vom Iran. Ne? Also, ich bin ein arischer Übermensch. So, genau. Arisch ist nur ein anderes Wort für rein. Ich bin ein reiner Übermensch. Ja, auf jeden Fall. So viel zu meiner Person. Also, die Freimaurer wollen mich auch richtig groß aufziehen. Genau. Jedoch habe ich das alles ausgeschlagen. Und da bin ich auch froh drüber. Weil, wie gesagt, alles, was ich will, ist, dass endlich dieser Sumpf aufgeklärt wird, dieser ganze Kindersex und Menschenhandel. Ich will quasi an die wahren Probleme des Systems ran und nicht nur den Vorhang wechseln. Ne? Ist doch scheißegal, ob wir im Nationalsozialismus, im Kommunismus oder sonst wo leben. Was bringt einem das, wenn alle Positionen von Psychopathen gekapert sind und Kinderfickern und dann sich an den wahren Problemen des Landes nichts ändert? Ne? So, und wie gesagt, dafür kämpfe ich halt seit meiner Geburt. Ich war schon immer gegen dieses ganze System. Ich habe es ja auch am eigenen Leibe erlebt, deswegen machen sie mich jetzt auch so fertig. So, meine eigene Scheißfamilie, mit der ich auch keinen Kontakt mehr habe, die ich alle wie die Pest hasse. Die Laststädter Familie, Familie von Oberlosern, Versagern und Nieten. Ich schäme mich für diese Familie. Deswegen hoffe ich auch umso mehr, dass das alles jetzt mal irgendwie aufgedeckt wird. So, deswegen auch Adrian aus der Familie Milosevic. Ne? Ja, wie gesagt, die Geheimdienste und die Freimaurer haben halt den Fehler bei mir gemacht. Die haben zu simpel gedacht. Die dachten sich so, ja, wir kriegen den Adrian schon irgendwie reingezogen. Den kann man wahrscheinlich mit Macht oder Geld locken, aber Fehlanzeige. Das ist nämlich nicht der Fall. Ich lasse mich nämlich mit gar nichts locken. Alles, was ich will, ist, dass der Kindesmissbrauch an mir aufgeklärt wird, zu wem ich gesextrafficked wurde, dass ich dafür entschädigt werde, dass mein Körper mit moderner Militärtechnologie, darunter zum Beispiel mein zerstörter Hoden, geheilt wird. Das will ich. Und nicht irgendwie 500 Millionen Euro vom Iran. Ja? Das muss nicht sein. Feine Zeit. Genau. Ja, und dafür kämpfe ich jetzt halt. Ich kämpfe für meine Millionenentschädigung. Ich kämpfe dafür, dass mein Körper geheilt wird. Ne? Hier oder zum Beispiel die Narben, dass die weggelasert werden, auch mit moderner Militärtechnologie. Wie gesagt, das Militär hat Technologie, die 20, 30 Jahre voraus ist, heutiger Technologie. Ja, und das heißt, denkt einfach mal weiter. Denkt mal weiter. Was wir heute haben, und die haben 30 Jahre, Sachen, die sind 30 Jahre fortschrittlicher. So, das heißt also, sowohl positiv als auch negativ, also sowohl Heilungstechnologie als auch Technologie, mit der man Schaden anrichten kann. Wobei letztendlich Technologie an sich ist ja neutral, es kommt darauf an, in welchen Händen die liegt. Man kann auch mit einem Küchenmesser jemanden abstechen, ne? So, wenn man das will. Du kannst auch einen Stock nehmen. Geht auch. Das ist... geht alles. Ne? Das hängt davon ab, wer nutzt das, in wessen Händen ist die Technologie. Ne? Momentan ist diese ganze Technologie, sowohl die alte als auch die neue Militärtechnik, in den falschen Händen. Na, am besten man schafft das alles ab. So, ich war auch mal anders eingestellt, das war aber auch durch die Gehirnwäsche. So, auf jeden Fall, so.
Das ist das, was ich will. Ich will einfach nur Rache, ich will Gerechtigkeit, ich will, dass endlich alles auf den Tisch kommt. Ich will, dass alle, die an meiner Monarch-Programmierung beteiligten Leute irgendwie mitgewirkt haben, sowohl die Gangstalker als also die Leute, die dieses Straßentheater machen, diese inoffiziellen Mitarbeiter, diese Loser, die angerufen werden von BND, hier Adrian ist da und da, lauf mal dahin. Das sind die größten Affen. Ja, ihr könnt euch ausmalen, was das übrigens für Leute sein müssen, die so eine Scheiße machen. Das sind nicht die Intelligentesten, auch nicht die Schlauesten, weil so Leute, so wie ich zum Beispiel, ich wäre mir dafür zu schade und die meisten wären sich dafür auch zu schade. Was sind das also für Leute? Richtig, Loser, Leute mit Autisten und Ballonköppe. Die machen sowas. Ja, klar mache ich das. Ja, 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 klar kann ich diesen Mann da hinterher gehen. Ja, so eine Bekloppten sind das, weil gute Leute machen sowas nicht. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich so hart gegen diese Geheimdienste kämpfe. Weil es mich einfach nur noch anwidert, wie die Geheimdienste wirklich den Dreck der Gesellschaft nach oben befördern. Übrigens, das wird alles von euren Steuergeldern bezahlt. Auch von meinen. Ich zahle auch Mehrwertsteuer. Ja? Jeder Steuerzahler. Wir bezahlen uns hier unseren eigenen Untergang. Ey. Wir bezahlen diese Freimaurer und diese Luschen beim BND. Das sind die größten Loser. Die können nichts. Die leben alle nur von unseren Geldern. Naja, das ist eine Welt, ne? Wo autistische Ballonköppe, arische Übermenschen wie mich in irgendwelche Anstalten foltern, obwohl eigentlich die in den Anstalten sitzen müssen. Mich macht man dann kaputt mit irgendwelchen Tabletten. Eigentlich müsste es umgekehrt sein und ich kämpfe halt wieder dafür, um diese Systeminversion, um das wieder gerade zu rücken. So. Kinderstalker bildet der BND übrigens auch aus und Kindersoldaten, autistische Ballonkopf-Kindersoldaten. Deswegen ist es doch einfach nur krank, Alter. Ist doch krank, ey. Ey, mich widert das einfach nur an, egal wohin du guckst. Die Gesellschaft ist einfach nur noch kaputt. Der ganze Dreck kommt nach oben. Überall, wo du hinguckst, Leid, Elend und Pestilenz. Und das hat alles einen Grund. Das sind nämlich diese Freimaurer, diese Geheimgesellschaften, die uns alle ausspielen, die alles zerstören. Die jahrhundertelang uns in Lügen aufgebaut haben. Beispiel, was sind diese Lügen? Diese Lügen sind zum Beispiel das Psychiatriesystem, das ist alles eine Lüge. Noch eine Lüge ist die Pharmaindustrie, Pharmakia, könnt ihr ja mal eingeben. Das ist jemanden verfluchen mit Schwarzmagie. Medici ist übrigens eine Familie, die sehr eng mit dem Vatikan verbunden ist. Daher kommt auch das Wort Medicine oder Medizin. Das kommt von der Familie Medici. Die machen das Medizin-Business. Leute krank machen, um dann die Leute wieder gesund zu machen mit Tonnen an Kohle und Tabletten. Also das ist eine Lüge. Das Psychiatriesystem ist genauso eine Lüge. Was ist noch eine Lüge? Klimawandel ist auch eine Lüge. Und das sind so Beispiele, das kommt dann dabei raus, wenn man jahrhundertelang nur Psychopathen über sich herrschen hat. Wie gesagt, und das sind halt die Lügen, da macht keine Regierung der Welt gegen was, weil es alles halt Freimaurer sind. Das sind halt die Lügen, da will ich halt ran, die will ich halt beseitigen. Dafür werde ich auch bis zum Umfallen kämpfen, weil was anderes bleibt mir auch gar nicht über. Wie gesagt, mein Herz ist zu rein, ist einfach so. Ich kann einfach nicht mitmachen, weil das kranke Scheiße ist. Die Freimaurer werden auch schon noch aufwachen, was sie da echt eine Scheiße erzählen und verzapfen. Hoffentlich. Die werden schon noch ihre Retourkutsche kriegen. Ne? So, jetzt haben wir 25 Minuten zu meiner Person geredet und zu diesem System und wofür ich halt einstehe und kämpfe. Ich dachte halt nur, das ist nochmal wichtig, ich kann mich da auch nur wiederholen, damit halt die Leute so ein bisschen erkennen können, wer bin ich, was mache ich, wofür stehe ich ein. Genau. Wie gesagt, ich habe dieses ganze System auf jeden Fall am eigenen Leibe gespürt, dieses Lügensystem. Und deswegen, ich kann da nicht mitpartizipieren. Ich habe gesehen, wie sie mich haben sie mehrfach, mich hat der BND mehrfach versucht zu ermorden.
Ja, ich bin normalerweise wäre ich schon seit 3 Jahren tot in einem kontrollierten Attentat. Aber das hat nicht geklappt wegen der Internetstörung von Vodafone. Nur die hat mich beschützt. Das heißt, normal wäre ich eh schon über die alle Berge. Es hätte keinen interessiert. Ja, nur Vodafone hat mich beschützt. Normalerweise, ja, genau. Mehr gibt es dazu auch nichts zu sagen. Geld war da, Bitcoins hätte ich mir dann geholt und dann puff. Ne? Nur Vodafone hat mich geschützt, dieser Drecksverein. Ich wäre gern gestorben, ganz ehrlich. Weil ich kann nicht in einer Welt leben, die von Psychopathen, Kinderfickern und Lügnern regiert wird. Von Satanisten, von Mördern, von Lügnern, von Betrügern, von Pissetrinkern, von Kinderfressern, ja. Ich habe Bauchschmerzen, ey. Boah, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Boah, ist schlimm, ey. Das ist auch wieder. Das merke ich die letzte Zeit schon, dass man, wenn ich diese Videos mache, mich auch so angreift. Diese ganzen elektromagnetischen Waffen, der Nanotechnologie und diese ganzen modernen Militärtechnologie, die ich in mir trage. Wie gesagt, Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität, einmal gucken, auch auf dem Kanal hier. Oder generell mal Dr. Catherine Horton eingeben, die hat viele Videos auch auf Englisch. So viel zu meiner Person, das ist das, wofür ich einstehe, wofür ich kämpfe. Ich kämpfe gegen den Kinderhandel, gegen Satanismus. Das gefällt meiner Familie nicht, den Freimaurern hier in Einbeck nicht, den Geheimdiensten nicht. Und deswegen versuche ich mich halt jetzt mundtot zu machen. Weiterhin werde ich mit Omega Suizidprogrammierung bearbeitet. Das werde ich euch auf jeden Fall mal verlinken. Von Brian Tew über dieses Remote Null Monitoring. Oh, ich glaube, ich muss mich hier mal hinsetzen. Oh. Oh. Oh, ich habe so starke Schmerzen im Bauch. Genau, ich werde hier mit Omega Suizidprogrammierung bearbeitet. In der Hoffnung, dass man mich halt umbringt. Dass ich mich selber umbringe. Allerdings, ja. Ich werde hier weiterhin noch täglich gestalkt von den Geheimdiensten. Gleichzeitig werde ich mit Lovebombing bearbeitet, also sexueller Stimulation bis zum Orgasmus, in der Hoffnung, dass ich mich noch prostituieren lasse, also es ist total pervers. Wisst ihr da eigentlich mal, was ihr wollt da von den Geheimdiensten? Also entscheidet euch mal. Wie gesagt, umbringen würde ich gerne, weil ich keinen Bock mehr habe auf die Scheiße. Aber das geht ja nicht hier in diesem Nazi-Kackland, ey. Du kommst hier weder an Waffen, so Arm aufschneiden ist auch keine Option und stundenlang ausbluten. So. Vergiften ist auch keine Option, irgendwie, sag ich mal, stundenlang rumkotzen und. So, also es bleibt ja nur noch die Kugel im Kopf mit einem Revolver, dass das Gehirn schon aufplatzt, dass du auch wirklich tot bist und nicht irgendwie sabbert im Rollstuhl bist und das geht halt nicht. Weil ich auch, zum Beispiel dank diesem Freak Thomas Römermann und diesen ganzen anderen Freimaurer-Freaks hier einen Eintrag im Bundeszentralregister habe, obwohl ich überhaupt nichts getan habe. Das heißt also, Waffenschein würden sie mir auch nicht mal ausstellen, selbst wenn ich diesen legalen Weg gehen würde. Darknet ist eh alles Scam und Abzocke. Die wollen nur die Bitcoins haben. So, also umbringen ist leider keine Option, ihr lieben Geheimdienstler. Also spart euch diese Suizidprogrammierung. Oder wenn ihr das wollt, dass ich mich umbringe, dann müsst ihr mir eine Waffe schicken, Smith & Wesson Revolver, an meine Adresse, die Gleiwitzer Straße 9 in 37574 Allenbeck. Und nicht so eine Scheiße hier. So viel mal dazu.
So, also ich will eigentlich nur dieses ganze System von Lügen und Betrug, dieses will ich alles aufdecken, deswegen bekämpft man mich so hart. Und man will auch nicht, dass der Kindesmissbrauch an mir rauskommt. So, und das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich will. Und ansonsten will ich nichts anderes. Ich will keine Geld, kein Macht, kein nix. Also Frage Nummer 1, warum soll ich mich jetzt noch prostituieren lassen? Werde ich nicht machen. Zweitens bin ich asexuell und nicht schwul. Drittens sowieso, wer was von mir will, egal, wer kann sich bei mir melden. Ich laufe jetzt auch nicht noch den Leuten hinterher und bettel die Leute an und sag denen, dass ich die liebe und dass ich Sex von denen will. Also ihr habt doch wohl echt den Arsch offen hier. Ehrlich. So krank sind die Geheimdienste. Mich hat man mehrfach über den Jordan gehen lassen hier. Das hätte keinen gestört. Mich hab da in der Psychiatrie kaputt gemacht, meinen Körper zerstört. Mich hier mehrfach in Selbstmord getrieben. Auch mit dieser Omega-Programmierung. Brian Tuer hat das aufgedeckt durch dieses Remote Monitoring und diese Beballerung mit den Suizidfrequenzen von den Mobilfunktürmen und alles. Und das macht man immer noch, diese Suizidfrequenzen. Man drückt halt künstlich mit elektromagnetischen Waffen meine Stimmung in so ein richtig depressives rein und manipuliert meine Stimmung halt nach unten, auch seit Jahren, jahrelang, damit ich halt ja in der Hoffnung, dass ich dann irgendwann Selbstmord begehe. Gleichzeitig soll ich aber noch die Leute anbetteln hier um Sex, damit man dann noch ein Porno davon machen kann für ein paar tausende Euro. Und dann bringt man mich um. Wollt ihr mich verarschen oder was? Ne? So krank sind die Geheimdienste. Und deswegen, es wird Zeit, dass dieses System zusammenfällt. Und dafür kämpfe ich auch. Und dann wollte man mich die ganzen Jahre auch noch mit so viel Schrott, mit irgendwelchen Autisten und Ballonköppen und Bollerköppen und Vollidioten zusammenbringen, darunter zum Beispiel Benny Behrens. Finn Schärfke, Markus Glorz. Hallo. Ja, bleib sitzen, jo. Ach, alles gut. Nee. Jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße. Ne, auf jeden Fall. Worauf will ich hinaus? Es kommen so viele Sachen zusammen, so viel Leid, was der Geheimdienst mir angetan hat. Und das ist nicht wieder gut zu machen. Also die schulden mir sowieso noch was. Und jetzt soll ich noch bei den Leuten um Sex betteln. Sag mal, ihr habt sie doch echt nicht mehr alle, oder? Hallo? Hallo? Werde ich nicht tun. Ne, ihr habt mir alle im Herzen wehgetan und das geht nicht, sowas. Ne, ihr habt nicht so auch diese Geheimdienste nach diesem, wie gesagt, ich bin ja Projekt Monarch Beta Opfer, also für Sexsklaverei. Ja, wie gesagt, erstens mal bin ich sowieso asexuell, zweitens nicht schwul. Drittens, ich bin nicht an Beziehungen interessiert. Schon gar nicht mit irgendwelchen Losern vom BND, ja. Davon mal sowieso mal ab. Aber schon gar nicht mit irgendwelchen scheiß Polacken. Es tut mir leid, wenn ihr so einen Pole jetzt sieht. Also ich habe nichts gegen Polen, um Gottes Willen. Ich bin ja selber Jugoslawe, Deutsch-Serbe. Aber ja, keine Ahnung. Es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Auf jeden Fall hat man mir auch so den ein oder anderen, nee, zwei dumme Polacken wollte man mir hier andrehen. Das ist auf jeden Fall gar nichts für mich. Also ich poppe nicht mit irgendwelchen scheiß Polacken rum. Das gibt's hier schon mal gar nicht. So, und das kränkt einen dann natürlich auch, wenn man 17 Jahre wirklich nur Scheiße angedreht kriegt. Autisten, Ballonköppe,
Vollidioten, Legastheniker, so Leute, die würde ich, die kannst in irgendein Lager stecken und euthanisieren und keine Ahnung, aber nicht mich, ey. Das regt mich so auf, ey. Diese Leute arbeiten beim Geheimdienst und quälen Leute wie mich kaputt. Ja? Mit elektromagnetischen Waffen, mit Militärtechnologie und all den ganzen modernen Scheiß. Der ganzen klassifizierten Scheiße. Und das ist doch einfach nur noch krank und das muss gestoppt werden. So. Dafür kämpfe ich. Bis zum Umfallen. So, also wie gesagt, ihr habt mir alle im Herzen wehgetan. Jeder einzelne von euch hat seinen Beitrag geleistet. Ja, also 17 Jahre lang wollte man mir hier nur Scheiße andrehen. 90% war nichts. Das waren nämlich autistischen, behinderten Ballonkopf-Legastheniker aus dem vierten Abfallcontainer. Wo ich mir so denke, die kannst du euthanasieren, die kannst du wegsperren, die kannst du abspritzen. Aber nicht mich, ey. So, weil die können ja eh nichts und sind hässlich. Ach Gott, ey. Sag mal. Ja, ne, ne, ey. Ah, Mann. Ah. Nee, das hat mir alles schon im Herzen wehgetan. Das hat mir das Herz richtig, ja, gebrochen ist es sowieso schon lange. Aber das tut dann weh. Sowas, also wie gesagt, das ist also so. Ihr wollt mich wohl echt verarschen hier. Nee, wie gesagt, man wollte mich hier schon mit, also mit, was man mich schön für schrottig zusammenbringen will. Wie gesagt, ich sag die Namen offen, weil mir mittlerweile alles scheißegal ist und weil ich dank diesen ganzen Freimaurer-Wichsern ja eh alles verloren habe und ich jetzt quasi um alles kämpfen muss. So, also wie gesagt, mit diesem Benny Behrens wollte man mich zusammenbringen. Diesen fetten, verblödeten Freimaurer-Schrottkopf von dieser Behrens, das ist eine Freimaurer-Familie. Wo ich mir echt so denke, Alter, was soll ich mit dem anfangen? Der ist fett, der ist hässlich, der ist dumm, der kann nix. Ich bin arischer Übermensch mit einer hohen Intelligenz, Empath und Indigo-Kind. Ja. So, also mit so einen Leuten komme ich schon mal gar nicht zusammen. Wie gesagt, so oder so bin ich nicht schwul, aber trotzdem, ne? So. Dann, wie gesagt, hier, Markus Glotz, Finn Schärfke. Ja. Was sind denn das für Bekloppte? Was soll ich mit denen? Die sind mir alle zu blöd. Wie gesagt, schwul bin ich sowieso nicht, aber vor allem zu blöd, zu unterlegen. So, ganz einfach. So, und dann, ja, Erik Reichelt, auch wieder so ein behinderter autistischer Ballonkopf. Er soll sich einen Strick nehmen und erhängen. Reichelt ist ja auch so eine Freimaurerfamilie. Aber wie gesagt, was soll ich mit denen anfangen, mit so bekloppten Bauerntölpeln? Hä? Ah. Ah, Mann. Ah. Ich hätte da echt mal auf der Treppe sitzen bleiben sollen. Ich war auf jeden Fall, ich wollte einfach meine Ruhe haben, weil ich so Bauchschmerzen habe. Ich weiß nicht, woher das gerade kommt. Naja, so auf jeden Fall. Und ja, so ging das halt seit 17 Jahren, versucht man mich an die größten Vollidioten zu Sextrafficken. An so Leute, wo ich mir denke, Alter, die gehören eigentlich in irgendein Lager und nicht ich. Was haben wir denn noch? Und wir haben noch, und das geht halt noch so weiter, die Liste geht endlos weiter. Und dann sagen noch zu mir gewisse Personen, in gewissen Sprachchats, die Person weiß schon, wer gemeint ist, es wäre wohl egal, wo man die Leute auftreibt und du musst es ja nicht machen. So, mehr sage ich dazu nicht. Und das hat dann natürlich meine Programmierung endgültig kaputt gemacht und da ist mir so erst in den Sinn gekommen, Alter, was mache ich hier eigentlich? Oder was macht man mit mir hier eigentlich? Und ja, und das hat mir dann natürlich richtig den Stich ins Herz versetzt und geht gar nicht, Alter. Ich lasse mich nicht mit irgendwelchen scheiß Vollidioten prostituieren. Und die nächste Geschichte ist, warum? Wie gesagt, ich will doch sowieso nichts. Ich will nur, dass dieses Kartell zusammenfällt, dass das alles aufgedeckt wird. Ich brauche kein Geld und keine Macht und kein gar nichts, ja. Ah. Ach Gott, ey. Mann.
So, Fakt ist, normal würde ich sowieso gar nicht mehr leben. Wenn die Geheimdienst mit ihrem Mordanschlag vor 3 Jahren, was ich auch sehr bedauernd finde, weil es wäre das bessere Schicksal für alle Beteiligten, Erfolg hätten, auch nicht mehr leben. Von daher braucht sich bei mir jetzt auch keiner mehr einzuschleimen oder einzuschmeicheln oder einzulullen. Ja, nix da. Verarschen kann ich mich selber. Hallo? Nee, das tat mir alles richtig weh, was man mir angetan hat. Und da gab's bis heute keine Entschuldigung, Wiedergutmachung, nur mehr Leid. Und deswegen fickt euch drall ins Knie, ihr scheiß Freimaurer, Rosenkreuzer, Eastern Star und was weiß ich. Und Templer und Jesuiten und Opus Dei und wie die alle heißen. Ach, was gibt's denn noch? Gibt noch so viel mehr. So viel Abspaltung und Abspartung. Ne? Die haben sich dann irgendwann mal alle gedacht, ja, weißt du was, wir sind die besseren Kinderfresser. Wir kochen auch noch Kinder und wir pissen die Kinder an und genau. Läuft alles auf das Gleiche hinaus. Naja. Alles Kinderpopper, Kinderfresser und Satanisten. Egal, ob ihr bei den Rosenkreuzern seid oder bei den Lions hier oder was weiß ich. Oder das sind Satanisten. Nichts anderes. So. Das ist das System, was ich kaputt und unten sehen will, weil mich dieses System kaputt gemacht hat. So. Fakt ist jetzt, so viel zu meiner Person. Das sind jetzt doch 40 Minuten geworden. Und jetzt ist die Frage. Man hat meinen Körper zerstört mit Tabletten, mit Risperidon, mit Olanzapin, mit keine Ahnung was für Zapins und Opins und... Ja. Genau, ich trage wegen euch Geheimdienstwichsern 2 Narben durch Selbstmordversuche wegen Kindesmissbrauch mit mir rum. Da erstens mal schäme ich mich dafür. Zweitens mal erinnert mich das jedes Mal wieder an diese Selbstmordversuche auch. Ich kann mich auch gar nicht prostituieren, also, weil, wie gesagt, ich schäme mich für diese Narben. Weil mich das halt jedes Mal wieder daran erinnert und genau, das hat mein Selbstwertgefühl, untergräbt das auch so ein bisschen. Das geht nicht. So, also bevor das nicht geheilt ist, gehe ich auch keine Beziehung ein. So einfach, machen wir es einfach mal so. So. Ne? So. Also wegen euch Geheimdienstwichsern trage ich hier, wie gesagt, diese Narben mit mir rum. Hier habe ich mir einmal ein Messer durchgestochen. Es ging einmal hier rein, da raus. Hier habe ich mir eine Tür geschlagen mit der flachen Hand und da habe ich mich eigentlich nur versehentlich geschnitten, deswegen ist das auch so kreisrund, weil das so eine Glastür war, wie so eine Klotür. Das war meine Kinderzimmertür und die hatte halt oben so eine Milchglasscheibe. Die war auch nicht durchsichtig, sondern die war halt so, wir sind eine Klotür halt so, keine Ahnung. Und da habe ich dann halt so mit der flachen Hand reingeschlagen und dann, weil die Geheimdienste mich auch seit meinem dritten Lebensjahr schon fertig machen mit diesen Stimulieren, elektromagnetische Waffen und Gehirnwäsche und Schlafentzug und diesen ganzen Mist. Ja, und irgendwann ist das dann zu viel geworden. Das war dann auch, alles scheiße. So, ist alles ein bisschen durcheinander, vergibt mir. Ich habe, wie gesagt, Bauchschmerzen, geht's auch überhaupt nicht gut. Auf jeden Fall so, das ist alles euer Werk, das ist alles ihr Werk, Herr Karl, Herr Haldenwang, ihr wisst das auch alle. So, und jetzt ist die Frage, was wollt ihr jetzt noch bezwecken mit diesem ganzen Gangstalking, mit dieser ganzen Omega-Programmierung, mit dieser ganzen, ich werde euch das mal verlinken vom Brian Tew. Aber ihr könnt ja auch, naja doch, ich verlinke euch das. So haben sie nämlich die Kim Straub umgebracht, so, mit dieser Suizidprogrammierung. So, was wollt ihr jetzt eigentlich noch bezwecken? Also ich werde gleichzeitig mit Suizidprogrammierung bearbeitet und gleichzeitig mit Liebesbombardement, wenn man das denn so nennen kann, in der Hoffnung, dass ich noch schwul werde, was ihr jetzt nach dieser ganzen Scheiße auch alles vergessen könnt. Alles, was ich will, ist ein geheilter Körper, ein geheilter Hoden.
dass dieser Kindesmissbrauch aufgedeckt wird. Ansonsten will ich nichts von dieser Welt. Und ich brauche kein Geld, keine Macht, kein gar nichts. Ne? Genau. Nee. So, das wollte ich auch. Ich wollte auf jeden Fall mal alles loswerden, weil wie es mir geht, das interessiert auch keinen von den Geheimdiensten. Ich bin auf jeden Fall keine Puffnutte. Man hat mich hier 17 Jahre wie benutzt, wie eine Puffnutte, ja, und das ist, das tut mir auch weh sowas. Ich bin keine Nutte. Hallo, ja, bei euch piept's doch wohl. Was ist denn bei euch, was ist denn in euch gefahren, Alter? Irgendwelche Menschen als Sexobjekte zu sehen und auch so zu benutzen und, ja, jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ach Mann. Ja, auf jeden Fall, ihr habt mich schon sehr gequält. Psychisch, seelisch. Man quält mich immer noch psychisch und seelisch. Der Körper ist in Arsch. Den möchte ich erstmal wieder hochgeheilt haben, sowohl von den Narben. Da müsste man mich auch erstmal richtig, ja, weiß ich nicht. Nee, und was man mir hier, das regt mich immer noch auf, für potthässliche Scheißer hier andrehen wollte. Irgendwelche Autisten und Legastheniker und. Also das sage ich euch gleich, so oder so. Also ich bin asexuell, ich bin nicht schwul, ich bin nicht bi, ich bin gar nichts, ich bin asexuell. Aber so kriegt man mich erst recht nicht in eine Beziehung. Also Autisten, Legastheniker und sonstig geistig Behinderte haben bei mir keine Chance hier. So, ganz einfach. Hart, aber fair. Und Geheimdienstler haben bei mir sowieso keine Chance, weil das sind die Leute mit der größten Behinderung, ey. Die haben nämlich alles, ey. Ist echt so. Scheiß Autisten, ey. Geht mir auf den Sack, ey. Ja, ist alles Bill Gates, ist alles dein Werk mit deinen scheiß Spritzen, ey. Es geht mir richtig auf den Sack, es ist einfach so. Mann, Autismus ist ätzend. Keiner will Autisten, keiner mag Autisten. Es ist doch so, geben wir es doch alle zu. Mann, da machen wir uns doch nichts vor mit hihihi und das sind auch nur Menschen. Nein, sind's nicht. Keiner mag Autisten. Alle Autisten können auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und wenn ich nur noch 10 Abonnenten habe, ist mir scheißegal. Autisten will ich hier nicht haben auf meinem Kanal. Geheimdienstler will ich hier nicht haben auf meinem Kanal. Ja, Legastheniker brauche ich auch nicht. Oh. Ganz ehrlich, ich habe lieber nur 20, wenn ich nur 20 Abonnenten habe. Und die aber dafür, ist mir egal. Ich bin nicht so wie Gronkh oder diese ganzen anderen großen. Wenn ich nur 20 Abonnenten habe und die aber hinter mir stehen, komplett zu 100%, was ich sage, dann bin ich zufrieden. Wenn nur die meine Videos sehen. Das bringt mir mehr, als wenn 100 Leute meine Videos sehen und sag ich mal, 20 davon irgendwelche geistig behinderten Ballonköpfe von den Geheimdiensten sind. Beispiel jetzt, ne? Ach man, ey. Nee, es pisst mich einfach nur noch an, wie unsere Welt kaputt gemacht wird von diesen Satanisten, von diesen Jesuiten, von diesen Freimaurer, Nazi-Faschisten. Pissetrinkern da, Satanisten. Da kämpfe ich halt gegen an. So, jetzt ist halt die Frage. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das Video hochladen werde, aber wahrscheinlich mache ich sowieso, weil jetzt habe ich ja 50 Minuten, will ich das nicht umsonst aufnehmen. Ne, jetzt habe ich, wie gesagt, ich bin total neben der Spur. Auch durch diese Folter und Schlafentzugsfolter. Siehst du, ich vergesse das auch immer alles. Das Wichtige vergesse ich auch, weil das wird mir auch aus dem Kopf gelöscht. Deswegen hat das auch keinen Wert, wenn ich irgendwo herrsche. Was bringt mir das, ob ich jetzt Präsident von Präsident bin von den Vereinigten Staaten, Kanzler in Deutschland, Führer einer Terrorgruppe oder sonst was, oder Präsident Serbiens, wenn mir immer alles Wichtige aus dem Kopf gelöscht wird, meine Gedanken kontrolliert werden.
ich selber kontrolliert werde durch moderne Militärtechnologie. Ja, herzlichen Glückwunsch auch. Oder dann irgendwelche anderen Persönlichkeiten, die man programmiert hat, bei mir aktiviert werden. Das bringt alles gar nichts. Deswegen habe ich es auch ausgeschlagen. Die Familie Rosenberg-Binnewies kann mich mal kreuzweise ihrem scheiß jüdisch-spanischen Drecksjungen, ihrem verblödeten Jungen da, Phil Rosenberg. Alles, was ich will, ist dieser Kinderschänderhandelsring, der soll hier aufgedeckt werden. Und deswegen halten die natürlich alle zusammen, diese Freimaurerfamilien jetzt hier alle, weil sie wissen, wenn einer fällt, fallen sie alle mit. Ja? Wie Domino. Da lässt man dann lieber mal den Adrian unter den Bus kommen und sterben, als dass man einfach mal Eier in der Hose hat und einen Schwanz hat. Und sagt, ja, wir haben Adrian missbraucht und das und wir sind involviert und... Nee, dann macht man lieber so einen Scheiß. Ich hätte nicht so weit hochgehen sollen. Ich wohne ja auch nicht mehr hier in Mühlenbergstraße 30b, sondern ich wohne in der Gleiwitzer Straße 9. Ich habe Bauchschmerzen wie Sau. Boah, ich komme gar nicht klar. Ey. Boah. Das ist ätzend, ey. Auf jeden Fall, das tut weh, was man mir angetan hat, alles, das werde ich euch auch nie verzeihen. Normal wäre ich eh schon tot, so, mein Körper ist kaputt, meine Seele ist kaputt, mein Herz ist kaputt, alles ist kaputt, ich bin kaputt. Alles, was ich will, ist Rache und dass sich alles aufklärt. So, also ich lasse mich jetzt von niemandem mehr trafficken und auch für niemanden mehr trafficken und mitmachen bei dieser ganzen Scheiße mache ich sowieso nicht. So, also jetzt ist die Frage an euch Geheimdienstler, was wollt ihr bezwecken? Ich werde euch nicht beitreten, ich werde weiterkämpfen. Ich werde mich nicht sextrafficken lassen, schon gar nicht werde ich die Leute anbetteln hier um Sex. Ihr habt da echt nicht mehr alle, ey. Und schon gar nicht, vor allem ich will ja nichts. Und B, schuldet ihr mir sowieso noch so viel. Durch diese ganze Scheiße, was mir angetan hat. Also ihr habt noch genug bei mir offen, also muss ich auch nichts mehr dafür tun. Hallo? Nee. Und was man mir für... Ja. Jetzt habe ich ja gerade auf dem Ohr so ein Zit gehabt, so wie so ein, ja, diesen künstlichen Tinnitus, weil man mich irgendwie wieder hypnotisiert hat. Irgendwie wollten sie mich gerade ein bisschen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich höre das auch nicht hoch, ich weiß es nicht. Nee, also das hat sich alles jetzt hier. Ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken. Ich laufe den Leuten jetzt garantiert nicht noch hinterher nach dieser ganzen Scheiße und bettel die um Sex an oder sag denen, dass ich die liebe oder sonst irgendwas. Wo alle nur genau wissen, dass es eine Gehirnwäsche von den Geheimdiensten ist. So. Ne, und B, habt ihr mir sowieso alle wehgetan mit euren ganzen scheiß Psychospielchen und auf Leute, die mit mir Psychospielchen treiben. Da habe ich auch auf jeden Fall gar keinen Bock drauf und verzeihen werde ich denen auch nicht. Übrigens, ich will alle Leute tot sehen, jeden Einzelnen, der irgendwas in meinem Projekt Monarch zu tun hat. Egal, ob das nun meine scheiß Familie ist, die mich auch gesextrafficked hat, mein scheiß Großvater, irgendwelche scheiß Geheimdienstler oder irgendwelche scheiß Gangstalker. Jeder hat seinen Beitrag geleistet, dass mein Leben so kaputt ist, dass ich in mehreren Nazi-Todeslagern wie im Amerikas Hildesheim gesessen habe, wo er mich fixiert hat, geknebelt hat. Dieses kommt ja auch noch dazu, hat er mir auch aus dem Kopf gelöscht, wo er mich abgespritzt hat, ein Haloperidol, wo ich gekrampft habe, wo ich kaputt war. Und jetzt soll ich jetzt noch mal mit den Leuten hinterherlaufen und die um Sex um Sex anbeteln? Das geht gar nicht, Alter. Wird nicht passieren, gibt's nicht, spielt sich nicht ab. So. Also, was erwartet ihr jetzt noch? Was wollt ihr scheiß Geheimdienstler? Hä? Ich mach da nicht mit. Sag ich euch so, wie es ist. Und ich hab da auch keinen Bock mehr drauf, ganz ehrlich. So, also.
stellt euch doch endlich der Polizei, habt Eier in der Hose, habt einen Schwanz in der Hose, deckt diese ganze moderne Militär, macht eine Selbstanzeige, wegen was ihr alles getan habt. Tut mir den Gefallen. Und dann könnt ihr euch meinetwegen auch einen Strick nehmen und euch erhängen. Ihr seid nämlich die Loser, Alter. Jeder einzelne Scheißgeheimdienstler. Oh, von mir habt ihr nichts mehr zu erwarten und bei mir braucht sich hier keiner mehr einschleimen. Ja, mal wäre ich eh schon tot. Auch kein gestört. Ich werde sowieso nie ein glückliches Leben leben können, auch wegen des ganzen Kindesmissbrauch. Deswegen, das ist alles, worum es sich bei mir dreht und das will ich nur aufgedeckt haben und das war's. Also ich lasse mich jetzt bestimmt nicht noch sextrafficken, egal für wen oder mit wem oder und schon gar nicht, um dass man noch mit mir Kasse machen kann, fett. Nachdem man ohnehin schon mit mir Fettkasse gemacht hat, durch diese ganzen Tabletten und Spritzen und kaputt machen, fickt euch doch alle ins Knie, lasst mich alleine für immer, sucht euch einen anderen Scheißidioten, der sich verarschen lässt, ihr scheiß Schwuletten beim Geheimdienst, fickt euch gegenseitig den Arsch, bitteschön. Ich lasse mich da nicht mit reinziehen jetzt hier. Ehrlich. Ach, ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das hochlade. Ich bin auf jeden Fall einfach nur brastig und sauer, was ihr mir angetan habt hier. Hier, ihr könnt mich mal alle kreuzweise am Arsch lecken. Das ist jetzt echt gelaufen hier. Beziehungsweise, was heißt gelaufen? Es stand nie zur Debatte. Ich lasse mich nicht sextrafficken. Fickt euch ins Knie, sucht euch einen anderen Idioten, der so doof ist, sich jetzt noch darauf einlässt, auf diese ganze Scheiße. Nachdem man mich hier auch mir falsche Wahnvorstellungen mit dieser Technologie gemacht hat, diesem Voice-to-Sky und Remote-Null-Monitoring, ne, um halt von der eigentlichen Technologie abzulenken. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang geglaubt, das war ein Gedanke, eingesendet von den Geheimdiensten, Image-to-Sky, das war halt, um halt die eigentlichen Implantierungen meiner Kindheit zu überschreiben. Also eine CIA-Fake-Memory, eine falsche Erinnerung. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich halt so ein Intel i9 so ein Prozessor, der wie so ein Intel i9 aussah, auf meinem Gehirn, dass der festgeklebt war. So, dass man mich damit dann halt fernsteuert. Das ist natürlich, das sehe ich auch ein, dass das kompletter Mumpitz ist. Das macht natürlich auch keinen Sinn. So eine Scheiße. So läuft das auch nicht. Aber das haben sie mir eingesendet und dadurch, dass ich ein Mind-Control-Opfer war, hat man das halt gar nicht, Mind-Control-Opfer hinterfragt vieles ja auch gar nicht, weil man dann einfach programmiert ist und programmiert wird und durch diese Gehirnwäsche in der Kindheit glaubt man dann auch an sowas dann. So, also ich bin implantiert, allerdings nicht so, sondern halt mit Nanotechnologie, Nanostaub, RFID-Chips, aber nicht so halt, ne? Beziehungsweise RFID-Chip habe ich, glaube ich, mal hier in der Hand gehabt. Nämlich genau hier, wo ihr jetzt hier da das hier seht. Seht ihr das? Seht ihr das hier? Diese kleine Stelle hier. Und den hat man mir, glaube ich, mal in irgendeiner Nacht rausgenommen heimlich. Da kann ich mich auch noch mal erinnern. Das ist zweimal, kann ich mich erinnern. Da hat man mich nachts, und da war ich auch schon älter, da war ich nicht mehr jünger. Weiß ich nicht. Da hat man mich entführt und hat man mir das rausoperiert. Also das hat man auch schon mit mir gemacht.
Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall hat man, und das, das, das kommt alles eh irgendwann ans Licht. Auf jeden Fall hat man halt diese Technologie halt, die der BND hat, benutzt, um mir falsche Erinnerungen einzusenden, um mich dann halt komplett lächerlich zu machen. Ja, das ist ja das, was die Opfer glauben sollen. Das geht dann Hand in Hand mit den Reptilienmenschen und schon hast du die, und dann erzählst du das. Das gibt's natürlich auch nicht, genauso wenig wie es Aliens, das gibt's alles nicht. Deswegen, man versucht ja natürlich die Opfer möglichst halt, dass ihnen halt keiner glaubt, den Kindesmissbrauch halt. Ja, deswegen, man will halt, dass die von Aliens erzählen und so ein Mist, damit das halt keiner glaubt. Also wenn ihr irgendwelche Leute hört, die von Reptilienmenschen und Gehirnimplantaten erzählen, die gibt es auch, aber das ist auf jeden Fall kein Intel i9, der am Kopf festgeklebt ist oder sowas. Dann sind das halt traumabasiert. Alle Leute, die übrigens irgendwas von Aliens, Jesus und Reptilienmenschen faseln, jetzt wisst ihr Bescheid, das sind Mind-Control-Opfer, Kindesmissbrauchsopfer, denen man diese Scheiße eingepflanzt hat, um das halt, um die halt der Lächerlichkeit preiszugeben, dass denen halt keiner glaubt, was mit denen gemacht wurde. Durch diese Pisse trinkenden, kinderfressenden, satanistischen Freimaurer. Durch diese Untermenschen. Ja. Ja, mach ihn jetzt da. Scheiß hier. Ist auf dem Schacht. Meine Güte. Heidewitzka. Ach, Mann. Das ist alles scheiße. Nee, also man hat also wirklich mich. Ich habe alles verloren wegen euch Geheimdienstärschen. Das wisst ihr auch genau. Und ihr schweigt alle still und das geht mir auch auf den Sack. Jetzt soll ich mich noch prostituieren lassen? Ihr habt es nicht mehr alle. Das wird nicht funktionieren, das wollte ich euch nur sagen. So, und jetzt ist die Frage. Nach einer Stunde komme ich jetzt zu meiner finalen Frage. So. Man macht auch mit, deswegen, habt mit mir auch Nachsicht, man macht mit den Opfern auch Psychochirurgie. Das heißt also, zum Beispiel, Chirurgie in Anführungsstrichen, mit nicht gefährlichen Werkzeugen, wie zum Beispiel einem Pizzaschneider, unter LSD bei den Opfern, wie bei mir, um dann halt auch Illusionen von Implantaten zu erzeugen. Aber ich habe auch wirklich welche. So, komplizierte Geschichte. Allerdings in anderen Formen. Ja, dann macht man dann... Das gibt's auch. Das ist alles dunkle, okkulte Kunst. Ihr habt ja die Messung selber gesehen mit dem Messgerät. Mit dem Acecho MK2. Also ich habe Schulterimplantate, ich bin im Genitalbereich implantiert. Mit Nanotechnologie und Nanostimulatoren und ich kann 24/7 überall stimuliert werden, auch hier jetzt. Das macht man auch. Ich habe auch einen Chip hinten, das hat Dr. Kessenhorten ja aufgedeckt, am Nacken, im Nackenbereich. Ich habe auf jeden Fall keinen. Ja, das war halt eine falsche Erinnerung, um halt die eigentlichen Implantate zu verschleiern. So, und deswegen, so eine Scheiße hat man halt mit mir halt abgezogen. Ja, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen oder was? Nee, das gab es auch keine Entschuldigung, Wiedergutmachung für. Jetzt braucht hier keiner mehr bei mir kommen und jetzt auf gut Freund machen. Und oh, wir wollten das doch alles nicht. Und oh, und so. Jetzt hätte mich mal über den Jordan gehen lassen müssen. So, wie gesagt, das ist halt in diesem Stasi-Land auch schwierig. Du kommst nicht an Waffen und nichts. Wie gesagt, wenn mir irgendein Geheimdienst da was Gutes tun will, dass ich endlich sterben kann, weil ich habe auch keinen Bock mehr, weil meine Seele ist kaputt und ich werde mich so oder so nie heilen können von diesem ganzen Scheiß, selbst wenn es auch auf den Tisch kommen würde. Das würde mich natürlich noch freuen, aber auch dann will ich sterben, weil ich einfach so am Ende bin. Also ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Euch Wichser vom Geheimdienst, aber ihr kriegt mich nicht in dieses Kartell. So. Das ist halt jetzt eigentlich nur noch die Frage. Kriege ich halt noch Gerechtigkeit
oder halt nicht. Nee, ich kann und ich möchte auch in so einer Welt nicht leben, wo Kinder gefressen, gepoppt und angepisst werden. Und die Leute, die Überlebenden, werden dann als Verrückte hingestellt und ermordet und bestialisch gequält. Das ist eine Welt, in der will und kann ich nicht leben. Dann bringt mich doch jetzt endlich um hier, gibt mir eine Herzattacke und dann ist doch gut, ey. Verstehe ich nicht, warum man da so ein Drama draus macht. Jetzt ist halt die Frage, was erwartet ihr von mir? Was erwartet ihr von mir jetzt noch? Ich werde nicht mitmachen und gut ist. Ich möchte nur, dass dieser scheiß Kindesmissbrauch an mir endlich aufgedeckt wird. Mehr nicht. Dass das alles auf den Tisch kommt. Das ist mein einziger Herzenswunsch, dass das endlich öffentlich wird. Alles, was er mit mir gemacht hat, sollen sie es live im Fernsehen senden. Und dass alle das mitkriegen hier, das ist das, was ich will. Nichts anderes. Kein Geld, keine Macht. So, dafür kämpfe ich auch bis zum Umfallen. Was anderes bleibt mir auch nicht mehr. So. Guckt euch alle mal Dr. Cassian Horton Internationale Staatskriminalität an. www.jointinvestigation.org www.stop007.org. Ne? Und jetzt ist halt die Frage, was erwartet ihr noch von mir? Ich werde nicht mitmachen, ich brauche von dieser Welt nichts. So, ihr könnt mich alle mal sonst wo da von den Geheimdiensten mit euren scheiß Dreckskiddies. Die brauche ich nicht. Und was man mir hier, wie gesagt, alles für den Müll andrehen wollte, 17 Jahre. Irgendwann ist dann auch mal gut und irgendwann bist du, dann hast du auch keine Lust mehr. Also jetzt braucht sich bei mir auch keiner mehr melden hier. So. Also schon gar nicht laufe ich nach dieser ganzen Scheiße jetzt den Leuten hinterher. Nein, so läuft das nicht, Alter. Ich werde das ganze Leid, was ihr mir angetan habt, nie vergessen. Vor allem werde ich es nie verzeihen können. Winkt mich einfach um und dann ist gut. Da hat sich das. Was anderes will ich gar nicht. Und vorher möchte ich halt noch, dass das irgendwie aufgeklärt wird, alles. Aber auch dann werde ich mich nie erholen können. Ich möchte einfach nur bei Gott sein. Oh. Also in so einer kranken Welt, möchte ich nicht, kann ich auch nicht. So, das ist alles, was ich will. Warum soll ich mich also mit irgendwelchen Leuten prostituieren lassen? Für Sachen, die ich nicht will. Tja. Also ich werde weiterkämpfen, was anderes bleibt mir auch gar nicht mehr, bis das alles aufgedeckt wird. Erholen werde ich mich davon nie, verzeihen werde ich euch nie. Und wenn dann das Nürnberg 2.0 kommt, können sie mich gleich mit hinrichten. Ihr habt auch keinen Bock mehr, weil ich mich eh nie davon erholen werden kann. Wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich, es ist so. So, ich habe auch keine Lust mehr. Die Frage ist jetzt, was wollt ihr scheiß Geheimdienstärsche von mir noch? Ich werde nicht mitmachen. Und ihr braucht sich bei mir auch keiner mehr melden, der für den Geheimdienst arbeitet. Ja.
Ach, ich weiß noch gar nicht, ob ich das Video hochlade. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mehr. Alles, was ich will, ist Rache, dass sich das alles aufklärt. Und nicht irgendwas von dieser Welt. Mich kann man mit nichts locken hier. So, und jetzt lasst mich endlich alle in Ruhe. Verzeihen werde ich euch eh nie können. Ich will, dass jeder, der in meiner Monarch-Programmierung irgendwie involviert ist, einen qualvollen Tod stirbt. Mindestens. Oder am besten dreifach durch das ganze Leid geht, was ich gegangen bin. So. So, was wollten ihr eigentlich für ein Geheimdienst sein da? Ey, ihr seid ja voll die Loser. Ey, richtiges Umbringen traut ihr euch nicht. Ey, die Geheimdienste damals waren eigentlich, das wollte ich schon am Anfang eigentlich sagen, die waren auf jeden Fall besser. Damals hat man die Leute mit Regenschirmen und Rezinen in den Arsch, hat man die gepiekst und hat man sie vergiftet, dann starben die und gut war. Oder wie gesagt, ein Schuss oder irgendwo ersoffen, ertränkt, ist doch viel besser. Und heute wandelt man die Wohnungen der Opfer in elektromagnetische Konzentrationslager um. Und quält die Opfer langsam in den Tod, sodass sie dann irgendwann nach Jahren der Qual, nach 17 Jahren der Qual, dann irgendwann Selbstmord machen. Ja, Applaus, Herr Karl, ey. Und ihr wollt ein Geheimdienst sein, Alter. Wie gesagt, alle, die jetzt so zugucken, ihr könnt euch ja ausmalen, was das für Leute sein müssen, die sich an so einer Kriminalität beteiligen. Nicht die intelligentesten und auch nicht die hübschesten Leute. Oh, mich kriegen sie nicht, Alter. Mich kriegt ihr nicht in dieses Kartell. Ich bin, und vor allem warum auch, warum soll ich mitmachen? Ich will von dieser kranken luziferianischen Welt hier nichts. Ich brauche nichts von dieser Welt. Ich bin lieber tot, bei Gott und frei, als irgendwie hier zu sein und irgendwelche dicken Autos zu fahren. Und funktioniert nicht. Also ihr habt mit dieser ganzen Scheiße, was man mit mir angetan hat, genau das Gegenteil erreicht. Ach, ich muss es auch mal rauslassen, was man für Idioten man mich hier zusammenbringen wollte. Und auch Frauen. Auch Frauen. Man wollte mich auch mit dieser blöden, ich muss das einfach mal sagen, weil ich einfach sauer bin, dass man das überhaupt wagt, mir so eine Leute anzudrehen, mit dieser verblödeten und hässlichen Fotze Kira Litauer da zusammenbringen. Alter, ey, das geht gar nicht. Das geht gar nicht, Alter. Nee, die ist ja voll hässlich und verblödet und auch autistisch und geistig zurückgeblieben. Und so eine scheiß Leute. Das ging jahrelang nur so. Also, ich frage mich auch, gibt's hier nur noch Autisten und Behinderte auf dieser Welt? Oder was, ey? Nee. Ja, dann sagen mir noch gewisse Leute, es ist doch egal, wo man die Leute auftreibt. Du musst es ja nicht machen. Nee, es ist nicht egal. Ich popp nicht mit irgendwelchen scheiß verblödeten, autistischen Krepeln aus dem füllten Abfallcontainer rum. Das geht nicht. So wie Erik Reichelt, Benny Behrens oder sonstigen Schrottis hier aus einem weg. Nee, das tat weh. Im Verzeihen werde ich euch auch nicht. Nee. Sag mal, wie gesagt, ich habe eine hohe Intelligenz, bin empath und ich lasse mich nicht auf jeden ein. So. Und schon gar nicht auf so Leute wie Erik Reichelt, Benjamin Behrens, Finn Schärfke. Und so eine Konsorten hier. Schärfke ist eine Geheimdienstfamilie, die machen auch mit in dieser ganzen Scheiße. Die Schärfkes, Finn Schärfke. Ja, ist ja ein Legastheniker, da sieht man mal wieder, was das für Spacken sind beim Geheimdienst. Die können halt alle nicht lesen, dementsprechend keine Anordnung befolgen oder schreiben. Dann kommt so eine Scheiße hier bald raus. Idioten, ey. Und die denken dann auch, die sind die Übermenschen, wo ich eigentlich der Übermensch bin. Und das sind Schrottis, Knalltüten, nichts weiter. Loser.
Versager, Nieten, Schrottköppe, Ballonköppe, die nichts können. Das wissen die auch. Wenn nicht, wissen sie es jetzt. So. Ich bin der Übermensch und nicht dieser Dreck. Nee. So, und jetzt ist halt nochmal die letzte Frage, die ich auch schon, die kann ich nur wiederholen. Was wollt ihr jetzt noch von mir? Ich werde nicht mitmachen. Niemals. Ich werde niemals der Freimaurerei beitreten oder den Geheimdiensten. Alles, was ich will, ist, dass das System zerfällt. Dafür kämpfe ich auch. Und also irgendwelche mit euren scheiß autistischen Schrottkindern braucht ihr mir jetzt hier nicht mehr ankommen. Und mit Leuten vom Geheimdienst will ich eh nichts zu tun haben. Und schon gar nicht mit irgendwelchen scheiß Nazi-Schwuchteln. Und Freimaurer-Schwuchteln, genau. Das wollte ich jetzt noch loswerden. So, jetzt bin ich es auch leid. Ich habe auch keinen Bock und keine Kraft mehr. Weil das ist ermüdend, darüber immer zu reden. Allerdings werde ich immer noch tagtäglich gestalkt mit dieser MK-Ultra-Scheiße bearbeitet und alles. Und hast du nicht gesehen. Und genau. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will, was wollt ihr damit bezwecken? Also ich werde mich da nicht reinziehen lassen. Ende aus. Und jetzt rafft's endlich mal. Verzeihen werde ich euch auch nicht.